Wenn man an TUI denkt, dann hat man oft die blau lackierten Boeing 737 der TUI Fly hier in Deutschland vor Augen. Aber da steckt natürlich noch eine ganze Menge mehr dahinter und die haben auch noch eine ganze Menge mehr vor. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Von TUIfly hat man irgendwie in den letzten Jahren nicht so sonderlich viel gehört. Man wusste zwar, die Fluggesellschaft ist auf jeden Fall da und die hat auch immer ein paar nette und besondere Bemalungen, aber irgendwie hatte man die Airline nicht so richtig im Kopf. Und das ist ja erst einmal auch gar nicht so schlimm, denn das bedeutet ja gleichzeitig, dass die Fluggesellschaft auch mit relativ wenig negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht hat. Das Schlimmste für die Passagiere waren da sicherlich noch die unberechenbaren und zahlreichen Krankmeldungen des Personals von TUIfly im Oktober 2016. Aber das ist natürlich schon wieder sehr lange her. TUIfly scheint es besser zu gehen als vorher angenommen. Die Air Berlin-Pleite und damit der Verlust eines jahrelangen Wet-Lease-Abkommens wurde ziemlich gut überstanden und konnte sogar in eigenes Wachstum umgewandelt werden. Wachstum ist dabei natürlich in Anführungszeichen, denn die Flugzeuge und das Personal waren ja natürlich schon vorher da, aber man konnte die Flugzeuge halt größtenteils oder zumindest zur Hälfte wieder in die eigene Flotte zurückführen. Hinter der TUIfly als Fluggesellschaft steht aber natürlich noch etwas viel, viel Größeres, und zwar die TUI Aktiengesellschaft, ein ziemlich großer Touristikkonzern, genauer gesagt der größte in ganz Europa. Das bedeutet, hier drin stecken über 300 eigene Hotels, 13 Kreuzfahrtschiffe und halt eben 6 eigene Fluggesellschaften mit über 140 Flugzeugen. Dazu gehört die TUIfly, also die deutsche Sparte, TUI Airways, vorher war das Thomson Airways, die TUIfly Nordic, TUI Airlines Belgium, TUI Airlines Netherlands und Corsair Fly hängt in der ganzen Sache auch noch mit drin. Dabei geht es also keinesfalls nur um die deutsche TUIfly, und auch wenn es bis jetzt so ein bisschen so ausgesehen haben mag, als hätte man die eigene deutsche Airline in den letzten Jahren so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, dann kann man jetzt durchaus sagen, dass der ganze Touristikkonzern TUIfly in den letzten Monaten durchaus finanziell von der aktuellen Entwicklung in der Tourismusbranche profitieren konnte und jetzt durchaus etwas aus seinen Fluggesellschaften machen kann. Darauf deutet nun auch die am letzten Dienstag stattgefundene erste Auslieferung einer Boeing 737 MAX für TUI hin. Das ist natürlich schon länger klar, dass diese Flieger jetzt bald kommen werden, aber es passt halt eben gerade zur aktuellen Richtung. Der Gewinn des gesamten Konzerns konnte im letzten Jahr trotz des immer noch schwächelnden Türkei-Tourismus und des Brexit auf 1,1 Milliarden Euro anwachsen. Das sind ganze 10% mehr als noch im Jahr zuvor. Und das ist natürlich eine ganze Menge Geld. Geld, welches man aber auf keinen Fall nur in seine Fluggesellschaften stecken wird. Aber der ein oder andere Euro könnte durchaus auch bei der deutschen TUIfly ankommen. Und bedeutet das jetzt, dass wir bald eine TUIfly bestehend aus Boeing 737 MAX und Boeing 787 hier in Deutschland haben? Leider nein. Wie man die deutsche Airline in den nächsten Jahren wachsen lässt, das hängt nach eigener Aussage ganz klar von der Nachfrageentwicklung ab. Mit anderen Worten, es hängt einfach davon ab, wie viele Leute in den nächsten Jahren mit der TUIfly in den Urlaub fliegen wollen. Ziemlich sicher ist allerdings, dass ab dem Jahr 2019 auch die ersten 737 MAX hier in Deutschland bei der TUIfly landen werden. Und das ist doch eine ziemlich coole Sache. Der ganze Touristikkonzern hat übrigens 70 Boeing 737 MAX fest bestellt, hält aber schon seit längerer Zeit 50 weitere Optionen auf das Flugzeug, von denen man jetzt 20 weitere Maschinen aushandelt. Ich sag ja, ich glaube, die sind im Moment ziemlich gut drauf. In den 70 Bestellungen hängen übrigens auch schon 18 Boeing 737 MAX 10 und das dürfte auch nochmal ziemlich spannend werden. Das Flugzeug ist dann natürlich ein ganzes Stück länger als die aktuelle 737 und hat dann über 200 Sitze. Der Chef des Konzerns spricht außerdem an, dass zu dem neuen geplanten Wachstum mit neuen Hotels und neuen Clubs an neuen Reisezielen natürlich auch in die Airlines investiert werden muss. Denn damit will man sicherstellen, dass diese Reiseziele dann auch zeitnah und sicher angeflogen werden. Die sind übrigens im Moment scheinbar tatsächlich so gut drauf, dass sie die meisten neuen Flugzeuge nun wirklich kaufen wollen. Und das ist ja heutzutage eigentlich eine Seltenheit. Die Dinger werden ja eigentlich nur noch geleast, aber auf lange Sicht betrachtet ist das sicherlich eine gute Möglichkeit mit dem Kaufen. Bis zum Jahr 2023 werden dann nun also bis zu 90 brandneue Boeing 737 MAX im Unternehmen auf die TUI Airlines verteilt. Dazu kommen noch 4 wunderhübsche Boeing 787-9. 15 Dreamliner sind aktuell schon im Konzern unterwegs. Tatsächlich wachsen sollen die Fluggesellschaften des TUI-Konzerns dabei allerdings erst einmal nicht. Tatsächlich soll nur altes gegen neues Gerät ausgetauscht werden. Ziel dabei ist nach eigener Aussage nichts Geringeres, als bis 2020 die emissionsärmsten Fluggesellschaften in ganz Europa zu betreiben. Und das ist natürlich auch was wert und eine ziemlich lobenswerte Entwicklung, bei der wir uns je nach dann angewandter Flottenpolitik auch auf brandneue Boeing 737 MAX bei der deutschen TUIfly freuen können. Und ich hoffe, ich war euch nicht zu heiser. Das soll es heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, gleich ist meine Stimme ganz weg. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wer von euch denn schon Erfahrungen mit TUIfly oder vielleicht auch mit einer anderen TUI-Airline, vielleicht sogar auf der Boeing 787 gemacht hat. Würde mich sehr interessieren und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.